eigentlich jetzt nochmal platt gemacht, die können sich die Woche ein bisschen erholen. Und heute nehmen wir uns quasi Schultergürtel, Trizeps, also nochmal die Drückbewegung in den Bereich vor. Mal kurz irren? Nein, ja. Das wird heute auch nicht schön. So für den Anfang. Liegestütz. Das heißt, die, die sie können, Rumpf gerade halten, bis runter, also ich sag mal, im besten Fall berührt die Brust kurz den Boden und dann kommt er wieder hoch. Ihr könnt natürlich auch gerne die Mädels, was auch immer, machen, Damenliegestütze machen. Ihr könnt aber auch gerne, wenn die Mädels sagen, ich kann schon, ein paar, würde aber gerne nicht mehr machen, dann beginnt er halt mit normalen Liegestützen. Und wenn er dann sagt, okay, jetzt ist Ende, macht er halt ein paar Damenliegestütze hinterher. Ich sage mal nicht bis zum Versagen, sondern er sagt, ich würde noch ein, zwei Wiederholungen schaffen, dann hört er damit auf und geht direkt in die Planke. Das ist eure Pause. Und diese 30 bis 60 Sekunden hier nicht übertreiben. So, dann, wenn er das hat, kurz ausschütteln und es geht weiter. Wieder mit Liegestützen. Es kann auch sein, dass er dann quasi sagt, okay, im letzten Satz hinten raus, macht 5 Durchgänge, wer möchte auch 10, schaffe ich keine normalen Liegestütze mehr, dann macht er halt den kompletten Satz an. Da, Liegestütze.